So Leute, wir haben wunderschönstes Wetter hier gerade in Chicago, beziehungsweise dir fehlt. Ich fahre jetzt zu Panda Express, denn es ist Sonntag, was bedeutet Cheat Day. Ich kann mir was anderes gönnen als nur meinen vorgekochten Shit. Und da dachte ich mir, nutze ich die Gelegenheit, euch mal was zu sagen. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, wir fahren jetzt erstmal zu Panda, dann hole ich mir das Food und dann kommen wir zum Punkt. Damn, son. Look at that. That's crazy. Also Leute, keine Ahnung, was aus dem guten Wetter geworden ist, aber jetzt hat es irgendwie angefangen zu regnen. Warum auch immer, ich wollte eigentlich noch Basketball spielen gehen. Mal gucken, ob das noch was wird, aber jetzt hole ich mir erstmal das Food. So Leute, mal ein kleiner Trick am Rande. Wenn ihr bei Panda Express seid oder so und ihr nach freiem Wasser fragt, also kostenlosem Wasser, bekommt ihr so einen kleinen Cup und dann könnt ihr euch aber da reinfüllen, was ihr wollt. Ich wollte mir tatsächlich Wasser reinfüllen, aber ich habe irgendwie keinen Wasserautomaten da gefunden. Deswegen habe ich jetzt hier so eine Limo-artige Kacke drin. Aber es ist ja nur ein kleiner Cup und das ist auf jeden Fall mein Geheimtipp. Boah, Leute, Alter, die haben heute aber echt viel reingeknallt, Mann. Nice! Schmeckt auch schon wieder ultra geil. Also ich liebe Panda Express wirklich richtig hart. Fahre jetzt aber erstmal schnell nach Hause und dann komme ich endlich zum Punkt. Leute, ich habe einfach mal die ganzen Kommentare unter diesem einen Video gesehen, wo ich euch gefragt habe, ob ihr so Namensvorschläge habt und so. Und es kamen ja wirklich krank viele Kommentare. Es hat mich mega gefreut. Wirklich ultra doll hat mich das gefreut. Ich habe mir alle durchgelesen. Waren echt ein paar richtig gute dabei, waren ein paar richtig witzige dabei. Ich musste auch echt teilweise lachen. Zum Beispiel war dabei Spitzkopf Erik. Ist natürlich von diesem, bei SpongeBob, dieser Folge mit SpongeBob und Patrick, wo die da bei Sandy beim Winterschlaf in der Kuppel sind und dann irgendwie Patrick sagt, dass er halt irgendwie der dreckige Dan sein will oder so. Und dann SpongeBob meint halt irgendwie, dass er Spitzkopf Larry sein soll oder was auch immer der Name ist. Und dann sieht man so Patrick in der Nahaufnahme, wie er so sagt, du nennst mich Spitzkopf oder irgendwie so. Und ja, da waren echt ein paar gute Vorschläge dabei. Ich kann mich bisher aber immer noch nicht entscheiden. Eventuell gehe ich ja jetzt auch nach San Diego und so weiter. Und dann bräuchte ich ja noch gar keinen neuen Kanalnamen. Aber auf jeden Fall geil fand ich auch zum Beispiel Eric Jones TV, weil das irgendwie so random ist, weil Jones ist ja nicht mein Name oder irgendwas. Und TV finde ich halt eigentlich ganz nice. Dann denke ich mir aber auch wieder so, ja, ich will jetzt kein Tommy Hawk TV Nachmacher sein oder so. Deswegen muss ich da immer noch gucken. Und dann dachte ich zwischenzeitlich so, vielleicht die Eric Show oder so, wegen der Eminem Show. Übrigens, ich habe ja auch gerade das T-Shirt davon an. Und dann bin ich aber auch da zu dem Schluss gekommen, dass es hört sich ein bisschen zu viel an. Das hört sich an wie so eine Zirkusshow oder so. Und dann natürlich die ganzen Sachen mit irgendwie Eric's Life oder so. Da denke ich mir halt irgendwie, das ist zu einfach. Das ist, hat keinen Wiedererkennungswert, denke ich mir da irgendwie. Also das gibt's halt wahrscheinlich schon richtig oft. Das ist vielleicht einfach nicht speziell genug so. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht so außergewöhnlich genug. Dann gab es auch einen Kommentar, oder das gab es schon sogar mehrere, wo stand Eric goes to Germany. Und das hat mega viele Likes gekriegt und so. Und natürlich danke für die Idee auf jeden Fall und für die Inspiration. Aber das ist nicht so das Richtige, finde ich. Weil dann, also ich gehe ja nicht nach Deutschland, sondern ich bin ja Deutscher. Ich lebe ja in Deutschland. Deswegen, das passt glaube ich nicht so. Aber trotzdem danke auf jeden Fall für den Vorschlag. Alle Leute, die den gemacht haben. Dann war auch noch einer dabei, den fand ich ganz nice. Der war Last But Not Eric. Den finde ich auch ganz nice. Da könnte ich mir sogar vorstellen, den eventuell zu nehmen. Und ja, an mehr kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Das Video ist ja auch schon ein bisschen älter, deswegen ist es schon ein bisschen länger her. Aber auf jeden Fall wirklich nochmal vielen, vielen Dank an alle, die da Kommentare geschrieben haben. Das hat mir wieder gezeigt, wie viele Leute da tatsächlich aktiv sind. Hat mich megamäßig gefreut. War wirklich richtig, richtig geil. Und ja, das war es eigentlich mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonnieren, wenn ihr neue Sachen nicht mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.